So, hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Gothic 1, die Welt der Verurteilten. Ja, also wie ihr euch natürlich schon denken könnt, hat das mit In Extremo nicht geklappt. Musste ich leider rausschneiden, deswegen bin ich auch jetzt schon hier wieder, um einfach diesen langen Laufweg zu ersparen. So, jetzt werden wir uns mal nochmal um die Krautmischer da kümmern. Ah ja, ich kann ja immer noch nichts von den Blutfliegen sammeln, schon klar. So, wir gucken mal nach den Krautmischern und dann gehen wir auch ganz, ganz schnell in die alte Mine, um das Sekret mal zu holen, dass wir mal die Hauptstory mal so ein bisschen vorantreiben. Aber davor kloppen wir uns noch mit diesen Varanen hier. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Na? Na, geht doch. So, 8 Krallen gezogen, fertig. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier machen kann. Ich werde das mal nochmal schnell abspeichern, lieber. So, wir speichern jetzt auf der 5. Lasst uns mal schnell gucken. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen. Ja. Was machst du? Gar nicht. Hä, wie gar nichts? Ich bin im Auftrag. Oh, Scheiße! Also, ich bin der schweren Meinung, ich hätte das schon gesagt, aber okay. Ich will euch warnen. Cor Kalom hat 5 Templer geschickt, die euch den Garaus machen sollen. Ah, das glaubst du doch selbst nicht. Sie müssten jeden Moment hier sein. Verdammt, wir müssen weg! Okay. Dann hat sich das gerade erledigt. Ich kann mir denken, dass ich es vielleicht nochmal neu geladen hatte und einfach vergessen habe, das dann noch zu sagen. Ja, war auf jeden Fall doch mein Fehler wahrscheinlich. Also ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe, dass es ein Bug wäre oder was auch immer. Dann war es halt meine Schuld. Kann ja mal passieren. So, jetzt gehen wir aber in die alte Mine. Und dann werden wir mal schauen, was wir da so alles erreichen können da drin. So, da oben sehe ich noch ein paar Scavenger. Die werden wir natürlich nicht ausschlagen. Die krachen schon gut auf dem Boden, da müssen wir nichts mehr tun. So, Fleischbraten wäre auch mal wieder angesagt, glaube ich. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wie sieht es eigentlich so generell mit unseren Stats aus? Ja, Level 13, gleich 14, Lernpunkte 30. Das ist eigentlich sehr schön. Ich weiß auch nicht, ob wir Geschick überhaupt lernen müssen. Also ich muss das nicht unbedingt. Vielleicht ein bisschen mehr Mana müssen wir noch lernen. Ja, ja, Mana. Mana, Mana. Das lernen wir auf jeden Fall noch. Damit wir doch den ein oder anderen Zauber noch wirken können, den ich hier noch habe. Okay, Feuerfall kostet nur 1 Mana. Feuerregen, 15. Ja, also wir könnten im Moment jeden Zauber wirken, ganz locker. Aufladbare Zauber haben wir noch nicht. Ich dachte, das wäre schon lange gibt. So, da ist wieder Dragford und Rex, wie ich sie immer nenne. Und da ist auch schon die alte Mine da hinten. Mal gucken, ob man da... Ich weiß gar nicht mehr, was hier überhaupt ist. Interessiert mich jetzt mal schnell. Ob man da hinten irgendwas machen kann. Aber ich glaube, hier ist... abgesperrt oder so. Ja. Na, er war ja schon immer zu hier oben, glaube ich. So, jetzt komm, in großen Schritten hier. Ich treffe diesen Punkt nicht, dass er gerade springt. Das regt mich so auf. So, Gardis. Ja, ist mir immer noch ein Rätsel, wie wir an diese zwei Truhen hier hinten hinkommen. Das ist mir echt ein Rätsel irgendwie.
Vielleicht einschläfern, keine Ahnung. Ganz am Anfang hatte ich es, glaube ich, mal probiert sogar, aber ich bin mir da nicht mehr sicher. Naja, sowas großartig Gutes wird da schon nicht drin sein. Wenn doch, dann möge man mich an dieser Stelle berichtigen, bitte. Wäre ich sehr dankbar darüber. Aber jetzt erstmal hier Quest Alte Mine Minecrawler Sekret. Das kommt jetzt erstmal als nächstes. Mal gucken, ob wir das schaffen. So, die hämmern hier ordentlich rum. Dann werden wir mal reingehen in die gute alte Mine. So, und da geht's auch schon los. Oh, das sieht echt gut aus. So, das speichern wir gleich nochmal ab. Drake. Wir sehen uns. Kann ich da mal vorbei? Was müssen wir hier eigentlich genau machen? Wir müssen die Minecrawler-Königin wahrscheinlich finden. So. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen Erz abgreifen. Mal schauen. Bei dir kann ich doch. Ich habe. Ja, ja, den Spruch kennen wir schon auswendig. So, Bier, Heiltränke. Nee, brauchen wir alles nicht. Na gut, dann gehen wir mal ein paar Etagen tiefer. Müssen wir wahrscheinlich erst mal mit Ian wieder reden, glaube ich, so war es. Oh, da sind stark erwischt, den Helden. Was machst du? Ich pass auf, dass du Butler wie Snipes. Ja, mit dem, das haben wir ja schon alles gemacht. Hey, du. Da gibt's eigentlich nichts mehr zu machen hier. Wir sehen uns. Na, aber sie. Okay, tiefer runter, tiefer runter, hier. Da steht auch schon Ian, hoffe ich mal. Ja, der wird schon da sein. So, jetzt richtig hüpfen hier bitte. Gut. Ich will einfach nochmal mit allen Leuten quatschen. Ich weiß ja nicht, ob sich da im zweiten Kapitel was verändert hat. Könnte ja sein. Und hey, da ist Grimes, der gute alte Grimes. Oh, oh, was hat der jetzt für Probleme? Okay, keine. Dir auch, Jungchen. Dir auch. Ja, wo ist denn der Ian jetzt schon wieder hier? Gibt's doch nicht. Bei dir kann ich. Yep. So. Darf ich da mal kurz rein? Danke. Gott ist. Ja, Leute, wo seid ihr denn? Bin ich hier auf dem falschen Dampfer oder was? Normal stehen die doch immer hier. So, jetzt muss ich erstmal hier wieder ein bisschen Orientierung kriegen. Also, wir müssen in diese Richtung. Ja, wäre das ganz anders. Okay. War nicht besonders schlau. Gornabar. Mal gucken, ob der was uns über die... Erwache. Minecrawler erzählen kann. Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Naja, da werde ich euch mal. Da werde ich euch mal helfen. So, ich glaube, hier gab's nichts, ja. Eventuell vielleicht noch ein paar Pflanzen, die ich vergessen habe, aber ich schätze mal nein. Dann gehen wir jetzt gleich mal ganz runter. Ah, dass ich immer diesen Sprung verpasse. Wow, was ist hier los? Überall noch Pilze, gibt's ja gar nicht. Ja, da werden wir erstmal hier, würde ich sagen, diesen Teil der Mine erkunden. Da ist die Stelle mit dem Zahnrad hier unten, glaube ich. Ja, da liegt das auch schon. Das können wir uns das eigentlich schon holen? Ich meine, ja. Das müsste eigentlich gehen. Weil ich war eigentlich der Meinung, wir müssten jetzt erstmal für ihn das Zahnrad holen und dann können wir, lässt er uns praktisch noch tiefer in die Mine und wir können da dieses Crawler-Dingens da machen.
Sieht jetzt nicht so schwer aus, finde ich. Nur der Crawler hier, der ist schon gefährlich nah an der Leiter. Da müssen wir mal gucken, wie wir da runterkommen. Hier müsste eigentlich auch noch irgendwo ein Ring liegen, soweit ich weiß. Oh mein Gott, das ist schon lange her, dass ich das gespielt habe. So, Musik gibt es aber hier auch keine mehr. Höre ich gerade. Na, 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 na. Alles muss man selber machen. Selbst die Musik muss ich jetzt schon wieder selber machen. Ah, toll. Jetzt sollte ich natürlich den richtigen Sprung bekommen hier. Das muss ich leider jetzt speichern, weil ich nicht weiß, ob ich da so rüberkomme ohne weiteres. Testen wir aber gleich. Ja. Wie ich jetzt hasse. Ich hoffe, dass das überhaupt funktioniert. Ja. Okay. Hier war doch irgendwas. Okay, hier war anscheinend doch nichts. Hatte ich jetzt aber mal anders in Erinnerung. So, einmal fallen bitte. Ja, passt schon. Ist ja nichts passiert jetzt hier. So, jetzt gehen wir mal hier eine Art Etage tiefer. Und noch eine tiefer, aber davor lade ich mich mal noch so ein bisschen auf, würde ich sagen. Na, was ist denn das hier wieder? Sind das meine Pflanzen? Na, dankeschön. So. Ich hoffe, dass sie mich nicht gleich komplett zerpflücken, wenn ich hier runtergehe. Ah. Hey, wo kommt denn das her? Ja, super. Ja, ja, danke schön. Was? Ah, ich kann ja nichts nehmen von denen. Vielleicht hätte ich das mal noch lernen sollen. Wenn das denn geht, bin ich mir gerade auch nicht sicher. Aber normalerweise müsste man da doch was ziehen können von den Leuten. Von den Crawlern. Boah, das überrascht mich jetzt so ein klein wenig. Ich hoffe, dass ich jetzt die Crawler nicht gebraucht habe. Aber wir werden noch viele, viele mehr töten wahrscheinlich. So, hier ist natürlich auch nicht gerade hell, muss man sagen. Aber jetzt habe ich irgendwie keine Lust, gerade eine Fackel rauszuholen. Man braucht es auch nicht, glaube ich. Hier wird es wohl nichts geben. Naja, wenigstens haben wir das Zahnrad schon. Das ist doch schon mal was. Wenn jetzt die Leiter noch richtig funktionieren, kommen wir hier sogar wieder raus. Ja, es war knapp, aber es hat funktioniert. Gut. Jetzt nur noch hier einmal dasselbe, bitte. Gut. Und weg hier. Gut, dann geht's eben noch ein Stück tiefer. Gabdist. Ah, ich weiß noch. Der hat uns damals mal Erz abgenommen. Die Frage ist, nimmt er uns nochmal Erz ab? Ich hoffe es nicht. Nee. Ah, Mistkerl. So, jetzt müssten wir hier aber nochmal eine Gesprächsoption irgendwo bekommen. Hey du. Schau. Erwache. Erwache. Was machst du hier? Ich jage mein Crawler. Kannst du mir was über die Crawlerjagd erzählen? Beim Crawlerjagen gibt's nur eine Regel. Wenn du sie siehst, lauf auf sie zu und töte sie, so schnell du kannst. Kämpfe ohne Furcht und töte ohne Gnade. Okay. Das hat uns jetzt nicht weitergeholfen. Mann, hey, du. Was ist mit dem Fokus heute los? Erwache. Erwache. Ich suche das Nest der Minecrawler. Hier in der Mine gibt es viele Höhlen neben dem Hauptschacht. Aber dort haben wir noch kein Nest gefunden. Der Schläger. Ja, Leute, das ist alles sehr interessant, aber... Weißt du was über die ganze Brut? Ja, das hilft mir auch nicht weiter.
Da waren wir auch noch nicht drin, aber da gibt's auch eigentlich nicht so arg viel. Was? Butler? Hey du! Karl! Was macht der Ork hier? Die Gardisten haben ihn gefangen. Seitdem wird er hier zur Arbeit gezwungen. Er ist ja noch nicht mal angekettet. Warum haut er nicht einfach ab? Er hat es einmal versucht. Die Gardisten haben ihm so stark zugesetzt, dass er ein paar Wochen nicht laufen konnte. Seitdem hat er nie wieder versucht zu fliehen. Da sehe ich meinen Crawler. Zumindest einen. So, nur mal kurz angestupst. Der Rest läuft schon. So, 16, 23. Müssen wir da abspeichern. So, da werden schließlich noch ein paar weitere kommen. So wie der hier. Oder der. Ah, was haben wir denn da? Einen toten Butler. Und da ist auch noch irgendjemand. Oh, der hat es auch böse zerrissen. So, wen haben wir denn da? Garrett ist das. Okay. Ich glaube nicht, dass es hier noch irgendwas gibt. Hier ist auch nichts drin. Tja, dann gehen wir wieder zurück. Bleibt uns da nichts anderes übrig. So, jetzt steigen wir aber sowieso gleich. Sehr gut. Okay, ich glaube, den kann man nicht ansprechen. Nö. Hey du. Reden wir mal mit Viper. Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Früher haben wir alles Erz eingeschmolzen. Aber damit waren Gomez und die Magier nicht einverstanden. Wochenlang haben sie sich hier rumgetrieben und haben das Erz und alles andere untersucht. Sie haben hier rumgeschnüffelt und ihre feinen Nasen in Sachen gesteckt, von denen sie keine Ahnung haben. Das Ende vom Lied war, dass wir nur noch einen Teil des Erzes einschmelzen. Die Magier sind nicht mehr heruntergekommen. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst. 125 Erz. Er darf das natürlich. Er darf natürlich jedem, der hier runterkommt, Erz geben. Ist schon klar. Garretts Spitzhacke wird extra aufgelistet. Das heißt, wir brauchen die eventuell noch. Gut, dann werden wir die einfach mal behalten, würde ich sagen. So, leichte Armbrust kann weg. Jetzt habe ich natürlich hier ein Problem. Ich habe noch zwei von diesen Einarmbrüsten. Bogen des umherziehenden Jägers. Ja, das bringt mir eigentlich auch nicht so viel. Aber behalten wir es einfach mal, wer weiß. So. Ja, was können wir denn verkaufen? Wir können ja bei Sonstiges reingucken. Sumpfkraut, nee, das behalte ich mal lieber. Da, Krallen und so ein Scheiß, können wir alles loswerden. Ja, bitte, behalte den Rest. Kein Problem. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo ich Ian finde. Ich werde doch nicht schon wieder irgendwas falsch gemacht haben. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir können ja noch mal ein bisschen weiter in die Mine runter. Da gibt es ja hier noch so ein kleines Eckchen, was es gibt.
So, okay. Da ist ja noch ein Ork. Na, mit denen kann man anscheinend wirklich gar nicht reden. So, Gardist, Butler, Butler. Auch ein Butler, viele Pilze. Der steht schon wieder rum und macht Pause hier, okay. Ja gut, man muss den ja auch mal eine Ruhezeit gönnen, den armen Butlern. Die kriegen ja echt voll draußen nicht viel mit. Okay. Jetzt bin ich mal echt gespannt, ob hier irgendwas weitergeht. Da ist Ian! Warte mal, Junge, wenn du dich hier nützlich machen willst, hätte ich was zu tun für dich. Und was? Vor einiger Zeit ist einer der Butler verschwunden. Der Typ heißt Garrett. Ja, habe ich schon gemacht. Er arbeitet eine Zeit lang in der Hauptschacht unten bei den Schmelzern. Oder unten beim Schmelzer. Als wir vor einiger Zeit von einigen Minecrawlern angegriffen wurden, bla bla bla. Wenn er irgendein Butler wäre, wäre es mir egal, dass er weg ist. Leider hat der Kerl aber eine Menge Erfahrung gehabt und deswegen brauchen wir ihn. Ja, ihr werdet ihn aber nicht mehr finden. Hör dich mal um und sieh mal, ob du ihn findest. Würde mir sogar eine Belohnung wert sein. Fang am besten bei den Butlern an. Die wissen am besten Bescheid. Ja, bitte sehr. Ich habe Garrett gefunden. Und wo ist er? Er ist tot, wetten? Ja, ich habe ihn in einem der Schächte gefunden. Was, hast du Beweise dafür? Hier ist seine Spitzhacke. Verdammt, das ist ein Problem. Jetzt muss ich schauen, dass die Jungs aus dem alten Lager mir einen weiteren Butler schicken. Naja, trotzdem danke für deine Hilfe. Hier. Oh, das ist etwas für dich. Ja, ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Super, und was hat er uns da gegeben? Keine Ahnung, weil es natürlich nicht angezeigt wird. Ja, wahrscheinlich habe ich eine Heilpflanze bekommen oder so. Hey du. Ist auch nicht so wichtig. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Ha, wie Glück. Wie gut, dass ich ein Zahnrad dabei habe. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Minecrawler. Geh mal zu Asgard. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Ich schau mich mal um. Ja, das wird er ja nicht schon gehört haben. So lautstark, wie wir uns hier unterhalten haben. So, da ist Asgard. Gut. Und ich würde sagen, das ist wieder ein hervorragender Zeitpunkt für einen kleinen Break. Und wir machen dann an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter, wenn wir die dunklen Schächte untersuchen. Das war dein Spaß. Okay, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Part, Leute.